Konzentrieren Sie sich ab sofort nur noch auf meine Worte. Legen Sie Ihre Fernbedienung weit aus der Hand. Konzentrieren Sie sich nur noch auf diese eine Sendung. Ich fahre jetzt zur Praxis Olaf Bickel. Das ist ein Zahnarzt. Der hat eine Patientin, die Angst vor dem Zahnarzt hat, Angst vor der Behandlung. Ich werde sie dann versuchen zu hypnotisieren, werde sie durch Hypnose versuchen, schmerzfrei zu machen und ihr die Behandlung durch den Zahnarzt erträglich zu machen. Martin arbeitet schon länger mit Ärzten zusammen. Angst vor dem Zahnarzt ist weit verbreitet. Auch Agnes Bekisch-Kloth hat damit ein massives Problem. Sie soll eine Wurzelbehandlung bekommen, hat aber Angst vor Schmerzen und zusätzlich vor Spritzen zur Betäubung. Ein Dilemma. Ich drücke mich ganz stark vor Zahnarztbesuchen. Ich gehe oft erst dann, wenn es schon oft zu spät ist. Also ich versuche auch Schmerzen mit Tabletten zu stillen. Und auch zu Routineuntersuchungen gehe ich eigentlich relativ ungern. Und das kann ja nicht sein. Agnes wurde noch nie in ihrem Leben hypnotisiert und ist skeptisch. Er macht das ganz, ganz toll. Und dann werden wir mal versuchen, ob wir sie unter Hypnose behandeln können. Mhm. Und das soll klappen? Haben wir Angst davor? Also ich habe Angst vor dem Zahnarzt, ja. Vor der Hypnose weiß ich nicht, damit habe ich noch keine Erfahrung. Ganz locker, ganz ruhig, okay. Wir kriegen das schon gebacken. Mhm. Gut. Das ist insofern nicht ganz ungewöhnlich. Es gibt eine Menge Zahnärzte, die selber hypnotisieren. Ich kann es noch nicht und deswegen ziehe ich den Martin dazu. So, Agnes, jetzt wird's ernst. Ja. Dann völlig entspannt hinsetzen, ganz locker. Mhm. Einfach auf einen bestimmten Punkt schauen. Ganz locker. Immer müder. Noch schwerer. Immer müder. Schlaf. Und du sinkst ganz tief und fest in den Zustand des hypnotischen Schlafes. Noch tiefer und du sinkst ganz tief. Lass dich durch nichts mehr ablenken. Nimm den linken Arm ganz hoch im Schlaf. Lass ihn so in der Stellung, dass du dich wohlfühlst, dass der Arm auch in der Stellung bleiben kann. Der Kopf dabei gerade. Den Kopf dabei gerade. Mach deinen Mund ganz weit auf. Ganz weit mach den Mund auf. Die Atmung durch die Nase läuft völlig normal. Ganz weit machst du den Mund auf. Ganz weit. Solltest du wirklich den Schmerz spüren, wird der Arm sofort runterfallen. Agnes ist in tiefer Hypnose. Obwohl es so aussieht, als sei sie weggetreten, Agnes weiß, was um sie herum passiert. Es ist ihr nur völlig egal. Ohne jegliche Betäubung spürt sie keine Schmerzen bei der Behandlung. Dabei bohrt der Arzt den Zahn bis zum Wurzelkanal auf. Super. Vor allen Dingen, wenn man jemanden hat, der wahnsinnig ängstlich ist und der sogar Angst vor der Spritze hat. Also für mich ist das toll, für die Patientin ist das toll. Super Sache. Nach 15 Minuten ist die Wurzelbehandlung ohne Narkose abgeschlossen und Martin holt Agnes zurück. Auch die Schmerzfreiheit hinterher wird bleiben. Also auch kein Behandlungsschmerz mehr spürbar. Es ist alles vorbei. 5, 4, 3, 2, 1. Augen auf. Hallo. 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 Hi. Hi. Na, wie war's? Schon fertig? Hä? Schon fertig? Jo. Ja, schon fertig, ja, mir geht's gut. Das war bis dato undenkbar für mich, in einer Praxis, in einer Zahnarztpraxis zu sein, auf dem Behandlungsstuhl und so gelöst zu sein. Also das, ich kann mich, glaube ich, gar nicht daran erinnern, wann das überhaupt das letzte Mal war, vielleicht als Kind. Und ich fühle mich richtig gut gerade. Ich fühle mich entspannt, ich fühle mich gelöst und der Zahn ist fertig. Besser kann es mir nicht gehen, komischerweise. Agnes ist schmerzfrei. Das wird auch noch die nächsten Tage so bleiben. Denn Pharos Hypnose wirkt nachhaltig. Durch Hypnose kann man natürlich Schmerzen sehr eindämmen. Man kann schmerzfrei bleiben, weil man den Schmerz eigentlich minimiert durch Suggestionen, durch gesprochene Worte. Man macht ihn unwichtig.